So, wir machen ja hier immer unsere Schweigeminute. Und bevor Jasmin uns verlässt, die uns wundervoll durch die Schweigeminuten der letzten Mahnwachen immer geführt hat, möchte ich ihr dazu bitte noch einmal das Mikro geben. Ja, schön, dass ich die Schweigeminute noch mal mit euch zusammen machen darf, machen kann. Und ihr kennt das ja schon, ich bin ja so derjenige, der sagt, also im Grunde genommen ist so eine Schweigeminute ja grundsätzlich gedacht für diejenigen, die zu Schaden gekommen sind, diejenigen, die ihr Leben verloren haben. Aber ihr habt gemerkt, ich habe das ein bisschen umgedreht, um da eine andere Energie hineinzubekommen. Und so möchte ich euch auch heute Abend wieder bitten, für euch zu gucken, was zu eurem Frieden dazugehört, zu eurem friedvollen Bild dazugehört. Und einfach da hineinzugehen, euch das vorzustellen, euch mit allen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier heute sind, und mit den anderen Mahnwachen im Gefühl und Gedanken friedvoll zu verbinden und euer Bild zu malen, zu zeichnen oder zu basteln. Seid herzlich eingeladen. So wünsche ich uns allen einen ganz, ganz tollen Montagabend, eine ganz friedvolle und gesunde Woche. Lasst es euch gut gehen hier in Braunschweig. Ich werde immer in Gedanken bei euch sein und so bald wie möglich einen Stellvertreter für mich finden, dass ich euch besuchen kommen kann. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Danke, Jasmin. So,